Lieber Herr Pfarrer Geier, Sie sind heute unser Ehrengast. Und natürlich aber auch Ihr Hoppala, der Herr Trenk. Denn ohne ihn wären Sie vermutlich nicht hier heute. Und es ist ein großes Geschenk, dass Sie beide heute wirklich hier sein können. Herzlich willkommen. Es geht um die Spätromantik. Man darf Goethe nicht immer trauen, denn jeder fand die beginnende Romantik ganz abscheulich. Lassig sei das Gesunde, Romantik das Kranke. Man solle doch bitte schön bei bewährten Formen und Regeln bleiben. Ganz offensichtlich führte der Auflösung von Gesetz und Ordnung und sah beginnendes Chaos voraus. Aber keimt nicht doch in uns eine klitzekleine Schadenfreude, wenn solch starre Regelwerke urplötzlich schwächeln, Risse bekommen und sogar Neues zulassen? Die Auflösung oder besser gesagt Metamorphose bestehender Kunstordnungen muss zwangsläufig eine wichtige Aufgabe der Musikgeschichte sein, da es immer Komponisten geben wird, die andere neue Entfaltungsmöglichkeiten sehen werden, wo das Publikum noch gar keinen Handlungsbedarf erkennen mag. Und wer weiß, vielleicht stehen wir gerade jetzt, ein Jahrhundert weiter, wieder an solch einer Schwelle einer erneuten, noch unsichtbaren Transformation. Die politischen Vorzeichen, die Veränderungen unserer Gesellschaftsordnung und ganz zuletzt auch die soziale Gewichtung von Kunst sind tatsächlich unübersehbar. Gerade in der Spätromantik klingt oft genug der fragile Spagat zwischen klassischer Funktionsharmonie und am anderen Ende zur Atonalität. Im Nachhinein können wir das ganz leicht unterscheiden. Wir sagen einfach, Spätromantiker sind jene Komponisten, die nicht Schönbergs, die nicht Stravinskys, also all diejenigen, die nicht der modernen oder der neuen Musik zuordnen lassen. Damit uns der Einstieg besser gelingt, schlage ich uns ein schwieriges Gedankenexperiment vor. Was wäre denn, wenn wir noch nie im Leben Klaviermusik gehört hätten? Wir also auch gar keinen Schimmer von der Wiener Klassik hätten, quasi so wie ferne Ureinwohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben solche Tonfolgen und fremde Rhythmiken hören würden. Dieses frische und ansteckende Offensein für Unbekanntes, so wie es Kindern mühelos gelingt, fordere ich heute von uns allen ein. Heute spielen uns Heoyang Nam, malerisch anmutende Tonkompositionen von Ottorini Respighi, von dem als ewigen Amateur gescholtenen Polak, den glitzernden Perlen Maurice Ravel, den fremdartigen Béla Bartók und den virtuosen Sergej Rachmaninow. So, und jetzt kommt unser Pianist. Thank you.
Der ungarische Béla Bartók schuf mit seinem Mikrokosmos, er besteht aus 150 einzelnen Werken, ein gigantisches Kompendium, das viele Jahrzehnte seines Lebens beanspruchte. Diese Reihen beginnen pädagogisch recht harmlos, Klavierschüler können davon ein Lied singen, und schließt mit nicht nur spieltechnisch extrem anspruchsvollen Anforderungen, sondern auch hohen Anforderungen an seine geneigten Zuhörer, also an uns. Es geht um feingliedrige Texturen, dazu unterschiedliche zeitgleiche Melodieebenen oder völlig autonome Kompositionen. Das Tempo wird sich später bis zum Tagebuch einer Fliege atemberaubend steigern. Ob sich Dissonanzen absurderweise richtig anfühlen können, das werden Sie gleich sich selber beantworten. Bartók, ein großer Folklorebewunderer und wissenschaftlicher Sammler östlicher Bauernmusik, schreibt: Meine eigentliche Idee aber ist die Verbrüderung der Völker, eine Verbrüderung trotz allem Krieg und Hader. Dieser Idee versuche ich mit meiner Musik zu dienen. Ein sehr verblüffendes Statement, das uns ziemlich nachdenklich stimmen sollte. Sein Freund Zoltán Kodály bemerkte einmal, er sei ein glückliches Produkt wunderbaren Gleichgewichts zwischen den Kulturen der germanischen und lateinischen Stämme. Jetzt hören wir von Béla Bartók, Mikrokosmos aus dem Buch Nummer 6, Ostinato. Etwas hauchzart Flüchtiges zeichnet diese beiden Stücke aus. Hell, dunkel, Licht und Schatten, das sind die sirrenden Leitfäden, die diese Komposition strukturieren. Oswar Tris Res, ein komplexes B-Moll-Gewebe, das Ravel selber so kommentiert. Traurige Vögel im Wald.
Ravel hat den Titel Naturbenennung gewählt, vermutlich weil die nächtlichen Stadtwanderer, er und sein Freundeskreis, sich gerade so in einem Stimmungsreigen bewegt haben. Trotz der dunklen Tonart B-Moll gelingt es Ravel, der Melancholie, keinen großen Raum zu lassen. Der Spannungsbogen zwischen einer wohldosierten Melancholie und einer fast überirdisch zarten Schönheit lässt uns Ravels Spiegelbilder unsterblich werden. Dass gerade dieses Werk, es erschien 1906, auf so großes Unverständnis der Musikkritik gestoßen ist, lässt sich heute eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Jetzt hören wir Maurice Ravel aus dem Zyklus Miroir, die Noctuelles und Ostra Tristesse. Thank you.
als späten sogenannten Nachromantiker ins Programm genommen. Nicht, weil er aus tiefkatholischem Hause stammt, sondern weil er wie kein zweiter banale, ernsthafte, seichte oder religiöse Komponenten mit artifizieller Raffinesse virtuos kombinieren konnte. Poulenc sah hier keine Brüche, ganz im Gegenteil. Er beschreibt sich selbst als doppelgesichtiger Janus, der die Urkatastrophe des beginnenden Jahrhunderts auf ganz eigene Art kommentierte. Schluss mit den Wolken, Wogen, Aquarien und den Undinen, den nächtlichen Düften, was wir brauchen, ist Musik, die auf der Erde zu Hause ist, eine Musik für alle Tage. So formulierte sein Künstlerfreund Jean Cocteau neue Ansprüche an den Zeitgeist und spielt damit auf den eben gehörten Ravel. Diese elegante Mischung aus Fröhlichkeit und Schwermut, Tiefsinn, Oberflächlichkeit, Trivialität und Würde erleben wir hier ganz eindringlich in seiner 1940 entstandenen Komposition Melancholie.
Drei lange Jahre litt der Russe Sergei Rachmaninow unter einer tiefen Depression, wie er schreibt, seiner Hände und seines Kopfes beraubt. Erst 1892 gelingt ihm mit seinen unglaublich populären Fantasiestücken Opus 3 tatsächlich ein unsterbliches, monumentales Werk, dem man sich auch heute schwerlich entziehen kann. Was für ein eindrucksvolles Beispiel für den stetigen, überraschenden Wandel, den Leben so bereithalten kann. Dagegen hetzte Theodor Adorno giftig an. Das sei ein oberflächliches Bravourstück, mit dem auch Dilettanten Virtuosität vortäuschen könnten. Das Werk sei letztlich ein Kindertriumph über infantile Erwachsene. Nur, wenn wir deren Virtuosität wirklich so hoch priorisieren würden, wären heute vermutlich ausschließlich Paganinis am Werk. Wie dem auch sei, diese geschickt wirkungsvoll expressiven gesetzten wuchtigen Klangquader lassen die auch schon damals vergangene Zeit der Romantik für uns noch einmal voll erblühen. Wir hören jetzt als letztes von Rachmaninow Fantasiestücke Nummer 2 von 1892. Thank you.
herzlichen Dank für Tjörn. Ich hoffe, es war vergnügend für ihn. In diesem ganz großen Dankeschön für dich schiebe ich ein kleines, sonniges Dankeschön hinterher. Alles Gute. Bleib gesund.